Schweinsteiger, der war sensationell. Der kam auf einmal an, dann hat er erstmal der weiße Fußballschuh gehabt, da war ich schon erstmal sauer. Dann hat er die Stutzen hat er bis über die Knie gehabt, wie so Strapse. Da habe ich gesagt, meine Güte, wenn ich gegen dich gespielt hätte, früher jetzt einen Schlag getan und dann wären die Dinger wären weggeflogen. Dann kam der auf einmal an und hatte ja, weiße Haare, war ja normal, er war blond, dann hat er ein bisschen weiß gefärbt, da wieder, oh, meine Güte, der macht alles das, was du nicht leiden kannst. Und dann kam er, nach 2 Monaten kam er auf einmal an und hatte schwarz gefärbte Haare. Dann habe ich gesagt, Schweini, ich lasse dich so lange laufen, bis die Haare wieder blond werden. Dann kam er auf einmal an und hat seinen Fingernagel lackiert. Ich sage, was ist das denn? Weiß nie, wo rechts oder links ist. Also, aber er hatte eins, er hatte den Schalk im Nacken und er hat gerne Fußball gespielt. Bei uns war da zu der damaligen Zeit, sein Trainer wollte nicht, dass der Mittwoch war frei, da sollte frei machen. Und Schweini hatte seine Kappe auf, seine Mütze und spielte mit Paul Tomic und mit Piotr Trochowski und Rensing. Jeden Tag spielte der Fußball. Und wenn er bei mir spielte, wenn er bei mir trainiert, hat er gut trainiert, aber hat dann viel zu lange den Ball gehalten und naja, es war nicht so, dass ich von Anfang an von ihm so überzeugt war. Und dann habe ich ihm das auch mitgeteilt. Ich sage, Basti, es wäre schön, ich komme am Sonntag immer und gucke mir die A-Jugend an. Ich komme deswegen, weil ich sehen will, dass du Leistung bringst. Sobald du Leistung bringst, spielst du bei mir in der dritten Liga. Ja, aber Lell spielte schon da und Rensing spielte schon da, aber Basti spielte noch nicht. Und der Vater schon, ab und zu habe ich ihn mitgenommen und dann gesagt, ich stelle meinen Sohn auf und so weiter und so fort. Ich so, alles klar, ich stelle ihn dann auf, wenn er mich überzeugt hat. Und dann spielen wir in Regensburg. Regensburg konnte aufsteigen. Und Basti hatte gespielt, habe ich spielen lassen und dann spielte er überragend. Wir gewannen mit einer halben Jugendmannschaft 3-0 in Regensburg. Er war der überragende Mann. Aber wollte dann auf einmal in der, weiß nicht, 55 oder 60. Minute kam er zur Bank hingelaufen und machte diesen hier. Ich sage, was ist das denn? Ja, Trainer, ich bin kaputt. Ich sage, wie alt bist du? 17. Mit 17 bist du kaputt? Konnte ich jeden Tag spielen, bleib drauf. Und nach dem Spiel bin ich zum Uli raufgegangen und gesagt, Uli, der Junge ist soweit, du kannst ihm einen Vertrag geben.